Hört her, ihr beiden. Ich werde mit dem Wolf hier bleiben, geht ihr schon vor. Was? Ich kann ihn nicht so allein lassen. Was mit diesem Wolf passiert ist, alles meine Schuld. Okay, keine Sorge. Ich habe nicht vor, euch alleine gegen diesen Dämon kämpfen zu lassen. Ich werde zu euch aufschließen, wenn ich den Rest von diesen Monstern besiegt und mich versichert habe, dass das Gebiet hier sicher ist. Kämpft nicht so lange allein voran. Ach, komm schon runter, Oki. Du bist wirklich nicht unbesiegbar. Ich meine, dein Plan läuft darauf hinaus, dass wir uns um dich Sorgen machen müssen. Aber wenn du darauf bestehst, werden wir dieses Gebiet überlassen. Wir gehen weiter dahin, wo diese Dämonen sind. Pass auf den Wolf auf, okay? Das werde ich. Geister der Luft, der Erde und der See, gewährt den beiden eure göttliche Macht. Ach so, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Und das kann ich jetzt da reinsetzen. Oder wie, oder was, oder was. Sieht gut aus. Okay. War eine Idee. Verdammt, immer noch nicht weit. Warum friert das immer nur so teilweise ein? Ach nö. War jetzt nicht mehr, wieder mal nicht aufgepasst. Okay, ich habe sie kaputt gekriegt. Wieso falle ich immer so in die Mitte rein? Wieso falle ich da immer rein? Hallo, Nebel. Ich
Mann. Diese Rille. Mina, guck mich nicht so an. Ich warte jetzt erstmal, bis sie wieder kaputt gehen. Wieso? Das vergesse ich immer. Jetzt komm! Ey! Ja, okay, darauf kann ich jetzt... einfrieren. Nee, kann ich nicht.
Es ist unmöglich. Na, ich komme hier ja nicht durch. So. Oh Gott, wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Kann ich nicht drauf springen. Na, jetzt komm schon, Kügelchen. Beweg dich! Brauche ich einen Schlüssel? Wo ist denn hier ein Schlüssel? Da hinten! Da ist kein Schlüssel, aber ich kann hier eine Bombe legen. Ich könnte eine Bombe legen. So, Schlüssel. Habe ich den Schlüssel schon? Ich habe den Schlüssel schon.
Ich falle hier wieder runter. Es ist, sonst steht sie vor so einem Abgrund und macht keinen Schritt mehr. Bis ich mal springe oder so. Aber in solchen Momenten kann man ja ruhig runterspringen. Dann geh mal auf, Türchen. Das sieht mir mal wieder nach Endkampf aus hier. Da ist was aus Eis, aber ich kann es nicht kaputt machen, weil hier ist kein Feuer. Speichern. Liebster Teil. Der ist vor uns hier? Okay, bist du schon hierher gekommen? Eigentlich verdanke ich das diesem Wolf und seinem kleinen Freund. Ein Koropokel erschien, nachdem wir gegangen sind, sagte mir, ich sollte Amaterasu helfen. Also der Begleiter des Wolfs, von dem du gesprochen hast, stimmt's? Dieser Wolf wurde durch das Auftauchen des Koropokels aufgemuntert. Es sah aus, als hätte der Wolf irgendwas wiedergefunden. Ich spürte, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht. Ein Band, das in mir das Gefühl weckt, dass sie okay sein werden. Also habe ich sie verlassen und kam hierher geeilt. Aber genug geredet. Ich nehme mal an, wenn ihr hier seid, dann müssen diese Dämonen irgendwo da vorne sein. Nun, Amaterasu, willst du mit mir zusammen kämpfen? Los geht's. Geister der Luft, Erde und See, gewährt uns eure göttliche Macht. Hier sind diese Spatznirren also gegangen. Sie versuchen sich zu verstecken, um ihre Wunden zu lecken. Diesmal würden wir diesen Höllenapparate nicht entkommen lassen. Ich befürchte, wir haben auch gar nicht mehr die Energie, sie noch einmal zu jagen. Die? Nochmal abhauen? Noch nie ist meine Beute meinem treuen Schwert den Komaru öfter als einmal entkommen. Meiner Klinge auch nicht. Der Witz ist, Ison kämpft ja nicht mal mit.
Haha. Danke. Ah, verdammt, hätte ich abwehren können. Jetzt aber, Terrasse. Zieh mich zurück wie ein Pfeil und feuer mich auf diesen Dämonen ab. Ich werde sie auf den Boden ziehen. So, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es verstanden. Nummer 1. Ganz kurz, da liegt eine Bombe. Ah, kann ich doch abwehren. Warum mache ich es nicht? Lange hält er das nicht mehr durch. Daneben.
sieht so lustig aus, wie der da oben dran hängt. Na komm, 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 komm. Yes! Da-da! Die Zwillingsdämonen, die plötzlich auf dem Esel Fuji erwachten, waren und versuchten, hatten das Land von Kamui einzufrieren, waren besiegt. Sie verschwanden in einem Ausbruch von Blüten, dank der Bemühungen von Oki und Amaterasu. Aber dafür erschien eine riesige Wolke, die schwarz wie die Nacht war und das Gebiet verdunkelte. Pesthauch, Neunschwanz, Zwillingsdämon, Nechku, Nechku. Die Seelen von jedem einzelnen von ihnen wurden in die Wolke gesaugt. Als sie weiterzog, schwebte in Richtung der Arche der Yamato auf dem Grund des Laochi-See. Die Arche der Yamato beherbergt die Finsternis der gesamten Welt in sich. Yusukes Worte halten seltsam wieder. Der weckte so das Herz von Amaterasu. All die Opfer, all die im Namen des guten verlorenen Leben. War das alles umsonst gewesen? Shiranui, Amaterasu, 100 Jahre alte Inkarnation, war müde und erschöpft von der schweren Schlacht. Aber als Shiranui das Glänzen von Okis Schwert Kutan bemerkte, sah es so aus, als würde ein listiges Lächeln auf ihren müden Wolfslippen erscheinen. Zufrieden mit diesem hellen Schimmer der Hoffnung, erhob sich Shiranui und bot ihre gesamte Stärke auf, um durch das Geistertor zurück in die Vergangenheit zu gelangen. Zurück nach Hause. Als Amaterasu und Iso nach vorne guckten, waren sie sich im Klaren darüber, dass Shiranui zurückging, um sich der Gefahr zu stellen. Zu der Schlacht mit Orochi, nachdem sie Nagi vor den Klauen des Todes gerettet hatte und ihnen bei ihrer eigenen Mission geholfen hatte, würde Shiranui jetzt als Heldin sterben und damit die Legende von Orochi schaffen. Als Ishaku verschwand, zeigten seine Augen jene Art Härte, die jemand zeigte, der sich auf eine Beerdigung vorbereitete. Also ist sie so gestorben, oder wie? Also dadurch, dass er hergekommen ist. Fragment der Sonne. Yay! Ja. Amaterasu und die anderen kehrten zurück zum Fuß des Esu Fuji. Dort sahen sie Lika, die intensiv betete. Der Sturm hatte nachgelassen. Dann, wie zur Feier ihres schwer errungenen Sieges, brachen die Zwillingsvulkane des Esu Fuji in großen Flammensäulen aus. Die Dorfbewohner spürten die Wärme auf ihrer Haut, wischten sich Tränen der Freude aus ihren Augen. Nooki überblickte bloß in stoischer Ruhe das Geschehen und blieb ruhig, obwohl die bösen Dämonen vertrieben worden waren, verursachte ihm der Gedanke, dass er das Schwert genommen und so viel Ärger verursacht hatte, großen Kummer. Der Einzige, der seine Sorgen mindern konnte, war Samicke, der Häuptling, der Kimo aus dem Schrein gerettet hatte, trat vor. Ruhig ging er auf Oki zu und streckte ihm die Hand entgegen. Seine Augen unterstrichen die Bedeutung hinter dieser Geste. Oki, die Bedeutung dieses Moments verstehen, streckte ihm seine Hand entgegen. In dem Moment, als sie sich die Hände schüttelten, war Webka als ein Dorf wiedergeboren. Viel zu stark war, um jemals wieder ein Opfer des Bösen zu werden.
Und Kuton, das Schwert, das die Zwillingsdämonen besiegt hat, wurde durch Oki selbst auf sein Podest zurückgetan. Und solange der Glanz verblieb, wagte sich kein böses Wesen, auch nur in die Nähe. Kutons Glanz bezeugte eine Macht, die zu groß war, um vom Bösen bezwungen zu werden. Und in diesem Moment schoss ein heller Lichtstrahl aus Kuton und schlug auf den gefrorenen Loichi-See ein. Obwohl der See noch nie Anzeichen gemacht hatte zu schmelzen, begannen sich Risse im Eis zu bilden. Die Legende der eisernen Arche der Yamato besagt, dass die Arche aus dem Himmel fiel und so der heilige Loichi-See, in dem die Arche ruht, entstand. Doch nun konnten alle Anwesenden sehen, dass es mehr als nur eine Legende war. Ja, hier Yamato, man sagt, sie sei vom Himmel gefallen. Sie ist wirklich ein Wand aus Eis soll zerschmettert werden, den Weg in den Himmel freigeben, wenn Pluton silbern strahlt. Die Wand aus Eis in der Prophezeiung ist nicht der dämonische Schneesturm, es ist vielmehr das Eis auf unserem permanent gefrorenen See. Ah. Amaterasu, wenn die Arche der Weg in den Himmel ist, dann musst du auf das Schiff. Wenn wir uns noch nicht lange kennen, so weiß ich doch bereits, was für eine Art Wesen du bist. Auf dich wartet da vorne das Reich der Götter. Eine Reise, auf die der Rest von uns nicht gehen kann, aber du wusstest das, oder etwa nicht, Amaterasu? Die Arche der Yamato, sie schwebt am Himmel. Ich habe Angst. Also ein riesiges Ding in den Himmel aufsteigen, das muss bedeuten, dass die alten Legenden wahr sind. Legende, wie diese Arche aus der göttlichen Ebene auf unsere Welt herabstürzt und im Nahe-Jifat-See versank. So gesagt, dass die göttlichen Wesen, die mit ihr auf unsere Welt stürzen, von zahllosen gemeinen Monstern verschlungen wurden. Von den Armeen, die durch den Herrscher der Finsternis Yami kontrolliert wird, da steht die Arche der Yamato in einem Zusammenhang mit den Kräften der Finsternis. Jetzt noch mal gucken, was es mit der Aufgabe auf sich hat, die mir dieser andere Typ gegeben hat. Weil das sieht mir sehr nach wirklich Endkampf aus. War ich hier schon drin? Juhu, es ist seit dem Ausbruch der Sovichi viel wärmer geworden. Ich bin gleich rausgekommen, um Schnee zu spielen. Ich habe einen ganzen Schneeball gemacht. Ganz Erwachsene beschweren sich über den Schnee, aber wir Kinder lieben ihn, ganz egal wie kalt es ist. Warum versuchst du es nicht, einen großen Schneeball zu machen, Wölfler? Ich bin nur ein Kind, darum schaffe ich keinen größeren. Aber du bist größer als ich. Warum solltest du einen größeren schaffen? Roll einfach das hier immer weiter. Mach ihn wirklich riesig. Thank you.
Bitte sag nicht, ich muss das wirklich alles aufsammeln. Da hinten leuchtet was, merken. Ja, hier ist er doch. Ich hoffe, das macht ihr euch alle zum Vorbild. Wenn ihr irgendwie so einen random Wolf begegnet, fragt ihn mal, ob er euch so einen Schneeball holt. Sorry, aber irgendwann ist der für mich ja auch zu groß, um den noch ordentlich rollen zu können. Ja, wie groß soll er denn noch werden? Ja, ich mache ihn größer, aber noch größer kann ich ihn bald nicht mehr machen. Ja, noch größer, also ernsthaft jetzt. Jetzt ist es halt auch wieder echt anstrengend, den zu schieben.
sorry, noch größer mache ich den nicht. Das ist jetzt schon wieder so eklig, den zu schieben. Er ist genau hier vor deiner Nase, Junge. Mädel, keine Ahnung. Okay, es reicht. Es ist geschafft, Wölflein. Ich habe noch nie einen so riesigen Schneeball gesehen. Ich kann es gar nicht glauben, dass du ihn so groß gemacht hast. Das ist ja schon fast unheimlich, aber auch richtig cool. Du bist jetzt der unangefochtene Schneeballkönig von Kamui, Wölflein. Ist der König im Löchergraben jetzt Schneeballkönig? Junge, du hast wirklich eine Menge dummer Titel. Ach, du bist ja nur neidisch, Isu.